Hallo Anna und vielen Dank für deine Aufgabe, die hier jetzt steht. Zeige das Geld. N über M plus N über M minus 1 ist gleich N plus 1 über M. Ja, erstmal wollen wir das überprüfen, ob denn das hier wirklich so stimmt oder nicht. Und wie machen wir das am einfachsten, wenn wir das überprüfen wollen? Wir nehmen uns irgendwelche Zahlen her. Zum Beispiel nehmen wir uns für N, nehmen wir uns eine 4. Und für m nehmen wir uns eine 3. 4 über 3 plus 4 über 2 steht hier also, ist gleich 5 über 3. Das müsste man ja jetzt eigentlich abchecken können. 4 über 3 heißt ja 4 Fakultät geteilt durch 3 Fakultät mal 1 Fakultät. Ne? Dann haben wir hier die beiden addiert, müssen immer den ergeben. Plus, und jetzt steht hier 4 Fakultät durch... Und hier müssen dann 2 Fakultät mal 2 Fakultät stehen, ist gleich 5 Fakultät durch 3 Fakultät mal 2 Fakultät. Gut, das können wir natürlich jetzt auch nochmal mit Leben füllen. 4 Fakultät ist ja 24. Und 3 Fakultät ist ja 6 mal 1 Fakultät ist 1 plus 24 geteilt durch 2 Fakultät ist 2. 2 mal 2 ist gleich 5 Fakultät, ist ja 24 mal 5, sind also 120. Geteilt durch 3 Fakultät sind ja 6 und 2 Fakultät sind 2. Ja, wollen wir ausrechnen, 24 durch 6 sind 4, 24 durch 4 ist 6 und 120 durch 12 ist 10. Also steht da 10 gleich 10. Haben wir erstmal überprüft, dass das anhand eines Beispiels tatsächlich funktioniert. Und dann wissen wir auch ungefähr, was jetzt hier tatsächlich Phase sein soll. Ja? So, jetzt kommt das ganze Ding allgemein. Das wird ein lustiger Tanz, kann ich jetzt schon sagen. So, folgendermaßen sieht das ganze Ding nämlich aus. Wir wollen ja, wir können das ja jetzt hier genauso wie gerade eben gesehen, auch in ein, in die Formel auflösen sozusagen. N-Fakultät, also N über M ist ja nach der Formelsammlung N-Fakultät durch M-Fakultät mal n minus m in Klammern Fakultät. Das können wir hiermit auch machen. N Fakultät geteilt durch m minus 1 in Klammern Fakultät mal n minus m und dann plus 1 in Klammern Fakultät, weil wir haben ja eigentlich n minus m minus 1 und da drehen sich dann hier die Vorzeichen dementsprechend um. Ja. N minus dreht die Vorzeichen um, das heißt das m, das vorher ein positives Vorzeichen hatte, kriegt ein negatives. Und die 1 kriegt ein positives. Gut, soll nicht der Hauptaugenmerk sein. Es geht ja nachher noch weiter. Da kommen noch speziellere Sachen. Denn wir wollen ja nachher auch noch den Hauptnenner finden. Dieses hier lasse ich erstmal so stehen, weil ich will diesen Term, das was jetzt hier auf der linken Seite, das will ich so weit verändern, dass dann hinterher tatsächlich das dabei rauskommt. Dann habe ich hier auch Gott sei Dank noch ein bisschen mehr Platz. So, das ist jetzt im Prinzip das, was wir gerade eben gemacht haben. Auf der linken Seite genau das gleiche, nur mit Buchstaben. Gut, jetzt wollen wir das, ist ja jetzt ein Bruch mit Fakultäten und so, das ist natürlich nicht so schön, wollen wir auf einen Bruchstrich kriegen. Das heißt, wir brauchen den Hauptnenner. Der Hauptnenner ist jetzt das Hauptproblem, könnte man sich vorstellen. Ich will nochmal mit ganz anderen Beispielen das Ganze jetzt hier aufdröseln. Und zwar, wenn wir 10 über 8 plus 10 über 7, ach 7, ne? Hier mache ich auch gerne mal den Fehler, dass ich da einfach einen Bruchstrich hinschreibe. Ist so Macht der Gewohnheit. Es ist natürlich kein Bruchstrich, sondern 10 über 8 plus 10 über 7. Wenn wir das jetzt uns auch in dieser Schreibweise vorstellen, sind das ja 10 Fakultät durch... Jetzt steht hier ja nochmal 8 Fakultät mal 2 Fakultät plus 10 Fakultät durch 7 Fakultät mal 3 Fakultät. Hier schreibe ich kein Malzeichen hin, weil Ausrufezeichen und Zahl zusammen kann man sich das mal denken. Aber ich kann es auch da hinschreiben. So, wenn ich das Ganze jetzt auf den Hauptnenner bringen will, dann würde ich ja normalerweise sagen, okay, ich... erweitere diesen Bruch hier mit diesem Nenner und diesen Bruch mit diesem Nenner. Naja, mache ich das mal. Steht hier mal 8 Fakultät mal 2 Fakultät und hier steht 7 Fakultät mal 3 Fakultät mal 10 Fakultät in dem Zähler dort drüben und dann steht hier natürlich
dieser Nenner. Dazu aber ansonsten nochmal das Erweitern von Brüchen. Ja? Ach nee, komm. wenn wir zum Beispiel 1/2 plus 1/3 haben wollen, dann müssen wir das hier ja, das wären dann 3 plus 2 Sechstel. 2 mal 3 sind 6, 1 mal 3 sind diese 3 und 1 mal 2 sind diese 2. Gut, aber das ist auch wirklich jetzt hier nur so als ganz am Rande kurzzeitig mal reingedönst. So, jetzt haben wir hier normalerweise einen Nenner, der ist zu hoch. Wir können einen niedrigeren Nenner kriegen. Und darauf sind wir bei dieser Aufgabe angewiesen. Folgendermaßen, wenn wir uns 7 Fakultät anschauen, dann ist das 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7. Wenn wir uns 8 Fakultät anschauen, ist es 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7 mal 8. Oder, was wir auch sagen können, ist das 7 Fakultät mal 8. Und genauso will ich das jetzt hier auch mal hinschreiben, dass dieses hier ist nämlich eigentlich 7 Fakultät mal 8 mal 2 Fakultät. Und dieses hier ist 7 Fakultät mal 3 Fakultät und das ist 7 Fakultät mal 2 Fakultät mal 3. Denn 2 Fakultät mal 3 ist ja gleich 1 mal 2 mal 3. Dieses hier ist 1 mal 2 und dann mal 3 und dementsprechend ist das 3 Fakultät. Also 2 Fakultät mal 3 ist 3 Fakultät. Jetzt sehen wir hier eine Summe. 7 Fakultät mal 2 Fakultät mal 3 mal 10 Fakultät plus 10 Fakultät mal, ne, hier ist das Plus. Und in diesem Summanden und in diesem Summanden sind jeweils 7 Fakultät und 2 Fakultät drin. Das bedeutet, wir können die ausklammern. Und dann haben wir die Möglichkeit, die hier unten zu kürzen. Das würde dann so aussehen, 7 Fakultät mal 2 Fakultät mal in Klammern 3 mal 10 Fakultät plus 10 Fakultät mal 8. Geteilt durch, und jetzt machen wir hier 7 Fakultät mal 2 Fakultät mal 8 Fakultät mal 3 Fakultät. Diese Kollegen hier werden gekürzt und dann bleibt das übrig. So, und das hier drauf angewendet, normalerweise würden wir ja auch dieses hier, diesen ganzen Nenner mit diesem ganzen Bruch hier, mit diesem Nenner erweitern. Und in diesem Fall ist es jetzt so, dass wir natürlich gucken können, okay, wir hatten hier n gleich 10 genommen, m gleich 8. Und dann können wir uns ja jetzt angucken, was hier übrig geblieben ist. Hier steht ein m, hier steht ein n Fakultät, hier steht ein n Fakultät. Was ist das hier eigentlich? Die 3. Die 3 ist ja eigentlich, wenn wir 10 minus 8 plus 1 rechnen, ne? Kommt da 3 raus. Das heißt, dieser Teil hier, na, dieser Teil hier ist n minus m plus 1. Ja, da können wir nämlich genau das, und hier unten steht ja nur noch n m Fakultät mal, was ist das hier? N minus m plus 1 in Klammern Fakultät. Das kann ich jetzt hier drauf übertragen. Das schreibe ich jetzt hier mal auf die gleiche Zeile hin, damit wir hier die Nebenrechnung noch weiter sehen können. Dann steht hier n Fakultät mal 3 ist ja n minus m plus 1 plus n Fakultät mal 8 ist ja m. Da brauche ich keine Klammern. M geteilt durch m Fakultät mal n minus m plus 1 Fakultät. Ja, über diese ganze konkrete Überlegung haben wir jetzt den Hauptnenner rausgefunden, damit wir nicht mit dem vollen Nenner und den Buchstaben erweitern müssen. Ist das eine ganz gute Idee gewesen, fand ich. So, jetzt wissen wir das auf jeden Fall schon mal. Und nun müssen wir uns natürlich überlegen, was können wir hier vielleicht schon erkennen. Okay. Wenn wir uns hier vorstellen würden, dieses hier sortieren wir mal als n plus 1 minus m Fakultät, weil das können wir hier sortieren, wie wir wollen. Ja? Wir können auch minus m plus n plus 1 machen. Aber in diesem Fall steht hier n plus 1 minus m. Und wenn wir uns das hier mal vorstellen, n plus 1 über m ist ja n plus 1 in Klammern Fakultät geteilt durch m Fakultät mal m, nein, nicht m, falsch,
Hier nochmal nachgucken. N-Fakultät steht hier oben, dann steht da M-Fakultät und hier steht Zähler minus, also oben minus unten, ne, oben minus unten und dann Fakultät. Oben minus unten, in Klammern Fakultät. Jetzt steht hier schon genau das gleiche wie hier oben. Mit ein bisschen Schweigen garniert. Aber es steht da, ne? Gut. Das heißt, wir sind unten eigentlich schon am Ziel unserer Reise angelangt. Und was steht hier oben? Naja, hier oben können wir definitiv, ja, da steht wieder eine Summe und da steht N-Fakultät in beiden Summanden drin. Das heißt, wir können das N-Fakultät hier oben ausklammern. Dann steht da ja noch N minus M plus 1 plus M geteilt durch M-Fakultät mal, und jetzt nehme ich den unteren Teil, N plus 1 minus M in Klammern Fakultät. Hier steht jetzt n minus m plus 1 plus a minus m plus m fällt natürlich weg. Und dann steht da n Fakultät mal n plus 1. Hier haben wir das ja schon gesehen. Das ist n Fakultät mal n plus 1 ist gleich n plus 1 Fakultät. N ist 2. 2 Fakultät mal, dieser hier ist einer mehr als die 2, ergibt tatsächlich, wenn wir das ausrechnen, eine Fakultät höher, hätte ich mal gesagt. N plus 1 in Klammern Fakultät. Das heißt, dieses hier oben ist tatsächlich N plus 1 Fakultät. Und hier unten steht M Fakultät mal N plus 1 minus M Fakultät. Und das ist tatsächlich gleich N plus 1 über M. Wenn wir das jetzt nochmal nachchecken, N über M ist oben Fakultät geteilt durch unten Fakultät mal oben minus unten in Klammern Fakultät. Hier steht n plus 1 über m, hier steht oben Fakultät, hier steht unten Fakultät und hier steht oben minus unten in Klammern Fakultät. Und damit haben wir tatsächlich das gezeigt, dass das stimmt und dass das immer stimmt, auch wenn wir hier 12 und 70 hinschreiben. Hier ist das Schild und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.